So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Ninja Gaiden 2 und herzlich willkommen auch in Kapitel Nummer 5. Und das wird doch ein bisschen ekelhaft. So. Sehr schön. Ja, nix ist hier mit Zauberei und so. Sehr schön. Sehr, sehr schön, Hayabusa. So, erst einmal hier hin. Nehme ich mir das einmal. Dann rüste ich meinen Mondstab auf Stufe 3 aus. Und dann gehen wir erstmal weiter. Gegner. Machen wir mal hier schnell. Okay. Nicey, nicey, nice. Aber wir gehen erstmal hier hin, denn hier gibt's was. Nämlich eine neue Waffe. Hier nehme ich mal mein Schwert. Denn hier hinten gibt es den nächsten Schädel. Und wir haben das Karma des Kriegers erreicht. Hier gab es nur sowas. Habe ich, glaube ich, genommen, ne? Ja. Auch eine, zwar eine etwas unwichtigere Waffe, aber trotzdem für mich wichtig. Deswegen gehen wir gleich mal hier hin. Und graden wenigstens auf Stufe 2 hoch. Wie viel habe ich denn jetzt noch übrig? Ich habe nicht drauf geachtet. Der könnte ich eh nicht machen, also von der Hinsicht ist es egal. So, dann setzen wir unseren Weg weiter fort zu Wolf. Da. So, geschafft. So, wir werden jetzt hier noch ein bisschen den Markt plündern, weil hier in den Kisten Essenz drin ist. Gelbe Essenz natürlich nur. So, dann wechsle ich mal kurz zu den Flammenschuriken. So. Und hier gibt es wieder... Freude für die ganze Familie. Okay, gut. Nehmen wir uns den mit. Ich gehe aber schnell noch mal kurz eine Runde speichern.
War der hier? Ah, okay. Da. Mal ein bisschen was zu beischlagen hier. Fuck. Yes. Oh, ich. Das wurde eben richtig knapp. So, dann gibt's hier oben wieder ein bisschen was. Okay. Lass ihn noch kurz drin. Jetzt ganz langsam. Aufladen. Yes! Sonst erwische ich eigentlich alle. Sollen das, sehe ich gar nicht ein. Naja. Diese ersten Attacke. So, okay. Tot. So, wechseln wir wieder. Hier können wir logischerweise noch nicht. Naja, logischerweise nicht unbedingt. So, Geist der Teufel. Ja doch, in Notsituationen sehr wichtig. Was das macht? Ganz einfach. Das erweitert unsere Ninfo-Anzeige und gleichzeitig füllt es sie noch komplett auf. Also wäre es jetzt Schwachsinn, die zu usen. So, hier gibt es neue Gegner. Die sind ein Grund, warum dieses Kapitel eklig ist, aber nicht der Hauptgrund. Sondern die Werwölfe vielmehr. Die sind der Hauptgrund, warum dieses Kapitel eklig ist. So, und wir kommen gleich mal wieder in eine neue Distanzwaffe. Und zwar die Gatling-Sperrkanone. Was die kann? Ganz einfach. Die kann Projektilgeschosse unter Wasser abfeuern. Aber nur unter Wasser. Auf Land ist sie nutzlos. So, das hier sind ein paar Minen. Die umschwimmen wir mal schnell. Weil umgehen wäre ja Quatsch. Na gut, Halbwasser kann auch auf Wasser laufen. Hier ist ein New Jesus, goddammit. Na, kommen da schon welche? Muss ich noch ein bisschen voran. Na komm. Na komm. Ja, komm. So, okay. Haben wir. So, jetzt hier können wir ein bisschen farmen. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, okay. Hier gibt es nämlich einen Schädel. Spawnen die? Ah ne, auf Akolyt spawnen die hier. Nicht auf Krieger. Stimmt ja. Hier ist nämlich ein Schädel. Da-da. Wie viel haben wir eigentlich jetzt? 12. Knapp die Hälfte. Da-da.
Wechseln wir. Das auch. Und safen. Was war das denn? So, gut. Ja. Nicey nice. Dann gucken wir mal. Wie haben wir jetzt? 40. Mache ich das oder mache ich es nicht? Ich meine, ich habe voll... Ich wag's. Und den auf Stufe 3. Denn das nächste Mal, wo wir diese, ich will sagen Kettenviecher, ich kann es jetzt nicht anders beschreiben, diese schnellen Dämonen. Und nicht die Lilan, die wir schon kennen, sondern die neuen hier. Da werde ich die nämlich einsetzen. Was sie überhaupt kann, die habe ich ja noch gar nicht vorgeführt. Die hier nämlich. Die kann einfach im großen Radius Schaden machen. Anders als die anderen Waffen. Ich gehe aber noch mal eine Runde abspeichern. Aber ich nehme meinen Mondstab. Vorerst. So, okay. So, das ist eine Elite, der so Haare hat da an den Ellbogen, will ich schon fast sagen. Würde ich sie jedenfalls so bezeichnen. Ja, jetzt läuft es aber, Freunde. So, geht doch. So, hier müsste es wieder Pfeile um die Ecke geben. Jo. Shit. Jo, okay. Der ist down. Gefällt mir. Und was kriegen wir? Essenz. So. Einmal und zweimal abschießen, bitte. Ja. Ist ein Fail, aber passiert. So. Hat mir die Brücke auch unten. Was uns das gebracht hat, das verrate ich noch nicht. Okay, Leben der Götter, kann ich... Wie viel habe ich denn? Jo, okay. Kann ich usen? Beim nächsten Leben der Götter, das use ich nicht, weil sonst würde nicht absichtlich so. So, hier die wieder. Schwimmen wir mal kurz, weil gleich hier die feinen Spritzer wieder kommen. So. Okay. Einen kann ich immer noch abwimmeln, in der Regel. Oder relativ leicht abwimmeln, so.
mit dem Mondstab, also jetzt hier im Wasser, nur gesehen. So. Pfeil und Bogen. Ich habe jetzt auch gesehen, dass Ninja Gaiden Black, also die Version 1.1 mit einigen Bonussen und eventuell auch zusätzlichen Missionen, weiß ich jetzt aber nicht, und anderen Gegnern, bei Xbox Live für 1200 Microsoft Points zu haben ist. Also jetzt beim derzeitigen Stand, denke ich mal, als ich das mal nachgeguckt habe. Das ziehe ich auch ebenfalls in Betracht, mir eventuell zu holen, aber ich denke, ja. Okay, so, jetzt ist es an der Zeit, das schicke Gerät hier mal auszuprobieren. Ah ja, die Wasserhauptstadt. Ich finde, der schwerste Teil dieses Kapitels ist... die Mutprobe.